Kann man sein Gedächtnis tunen? Das hier ist Boris Konrad. Und er behauptet, was er kann, kann jeder. Stopp. Okay. Dankeschön. Es geht los im Herz 9. Pik 8. Pik 4. Kreuz 2. Krass. Kreuz Bube. Okay, das geht schnell. Karo 5. Ich kann auch langsamer, wenn du möchtest. Nee, passt schon. Hau raus. Karo 10. Wahnsinn. Pik 7. Karo 4. Boris hat ein phänomenales Gedächtnis. Er kann sich zum Beispiel in weniger als einer Minute die Reihenfolge eines ganzen Kartenspiels merken. Als Biologin frage ich mich da, wie geht das? Und kann ich das auch lernen? Ich will euch zeigen, wie unser Gedächtnis funktioniert. Und vor allem, wie wir es verbessern können. In nur einer Woche will ich meine Merkfähigkeit trainieren und sie am Ende sogar auf die Probe stellen. Vor den Augen von Deutschland Superbrains stelle ich mich meinem persönlichen Endgegner. In nur 5 Minuten soll ich mir 100 Namen und Gesichter merken. Ob das funktioniert? Es wäre schon ziemlich genial, ein Gedächtnis zu haben, mit dem man sich alles merken kann, was man will, oder? Boris Konrad kann das. Er ist Gedächtnissportler, Gedächtnistrainer und Gedächtnisforscher. Und das Spannende ist, Boris' Gehirn unterscheidet sich nicht von unserem. Ich weiß über dich, dass du mehrere Sprachen sprichst, dass du irgendwie 2 Studiengänge gleichzeitig studiert hast. Also bist du nicht einfach super schlau und talentiert? Daran liegt es auf jeden Fall nicht. Und ob ich das bin, sollen andere besser beurteilen, aber ich glaube eher nicht. Ich habe rund ums Abitur zum ersten Mal von Gedächtnistechniken gehört. Mhm. Ja, ich hätte mein Abi vielleicht auch so geschafft, aber es hat mir da schon enorm geholfen. Und danach bin ich dann richtig eingestiegen. Das heißt, ich musste auch für mich erstmal entdecken, wie macht man das eigentlich. Heute darf ich das auch forschend betrachten. Es ist ganz klar, wenn man lernt, sein Gedächtnis richtig, in Anführungszeichen, einzusetzen, dann ist es schon enorm gut. Nur das tun leider die wenigsten. Wie ist denn das bei euch? Gibt's was, was ihr euch besonders gut oder schlecht merken könnt? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr diese Übungen hier gleich mitmachen. Ich kann mir nicht mal meine IBAN merken und Boris merkt sich gleich ein ganzes Kartendeck. In einer Minute. Aber ganz ehrlich, ich hab's auch noch nie wirklich probiert. Aber so schwer kann's ja nun auch nicht sein. Ich versuche mir nur mal alle Pi-Karten in der richtigen Reihenfolge zu merken. Insgesamt 13. Okay, ab von unten aufdecken, ne? Okay. 7 Karten, vielleicht auch bis zu 9, traue ich dir auf jeden Fall zu. Aber schau mal, ob es mehr sind. Jetzt wird es, glaube ich, schon wieder vergessen. Okay, 7, 4, 8, 5. Kommt jetzt schon das Ass? Nein. Der König? Ja. Die 6? Nein. Die 10? Auch nicht. Sondern die 3. Die 3, aber dann jetzt die 10. Auch nicht. Nein. Okay, krass. Also jetzt gehen wir das aus. Jetzt gehen wir das aus und dann die 10 und die 6. Erst die 6, dann die 10. Erst die 6. Heftig. Mehr als 4 Karten in der richtigen Reihenfolge kriege ich nicht hin. Für mich als Untrainierte ist das aber völlig normal. Also erstmal wirklich großen Respekt. Ich finde das Wahnsinn, das zu können. Du hast dir das so schnell angeguckt, dass es einem fast vorkommt wie so ein fotografisches Gedächtnis. Hast du aber nicht. Nein, das gibt's gar nicht. In dem Sinne, dass man die Karten sieht und dann im Kopf zurücksieht, das passiert nicht. Ich benutze eine Technik. Das ist die Routenmethode oder auch Gedächtnispalast genannt. Da stellt man sich Wege vor an Orten, die man gut kennt. Und die geht man dann gedanklich lang. Für jede Karte habe ich dann ein Bild. Und diese Bilder lege ich dann auf meinem Weg ab. Und beim Erinnern gehe ich zu meinen Wegpunkten zurück und dann sitzt dann zum Beispiel gerade ein Löwe auf dem Sofa und dann weiß ich, an der Stelle ist es der Karo König. Okay, nur damit ich es mal richtig verstehe. Also du hast eine Route, die du schon kennst. Genau. Und die läufst du sozusagen dann im Kopf ab und machst nichts, aber dort jetzt nicht zum Beispiel die Herz 2 hin, nein, sondern dafür hast du dann sozusagen nochmal ein Bild. Genau. Ja. Ich nehme mal kurz die Herzkarten hier raus. Ja. Bei mir haben alle Karten, die das Symbol Herz haben, immer was mit dem Menschen zu tun. Und dann bleiben wir erstmal bei denen. Ja. Weil dann, ich gehe so richtig durcheinander durch, ist die Herz 9 für mich immer der Mund mit der Zunge, die so ein bisschen dann raushängt. 9 ist ein Mund mit Zunge. Mhm. Herz 5 ist die Hand mit 5 Fingern. Ah ja. Herz 5. Und Herz 2 ist für mich das Auge, 2 Augen. Herz 2 ist das Auge. 2 Augen. Die Herz 6 ist ein Mann mit dickem Bauch. Die 10 ein Bett und so weiter. Boris schafft sich für jede Karte ein Bild des menschlichen Körpers im Kopf, an das ihn die Zahl erinnert.
Aber so ganz intuitiv finde ich das noch nicht. Es scheint erstmal viel aufwendiger, sich all diese Bilder merken zu müssen, statt einfach nur die Karten. Wir sind ja beide Wissenschaftler, da motiviere ich dich mal wissenschaftlich. Ja. Und wir können wirklich mit der Kernspintomographie auch nachweisen, dass es dazu führt, dass dein Gen effizienter wird. Es kostet weniger Mühe, sich das hinterher zu merken, obwohl man mehr macht. Okay, cool. Dann, wie läuft das jetzt ab? Ich brauche quasi eine eigene Route jetzt dafür im Kopf. Genau. Wenn ihr Lust habt, macht das doch mit einer eigenen Spaziergehroute gleich mit. Okay, also ein Weg, egal, den ich mir irgendwie vorstellen kann, weil ich ihn schon häufig gegangen bin einfach. Ja, wo geht's ungefähr los? Oder hier also wir können eigentlich im Prinzip hier an der Uni starten. Mhm. Gibt's so ein bestimmtes Gebäude oder so? Ja, so das große Gebäude, das hat so ein total schönes Dach. Schön. Weißt du noch, welches Bild zur Herz 5 gehört? Die 5 ist die Hand. Dann stell dir doch mal vor, auf diesem schönen Dach sind ganz viele Handabdrücke, weil alle Touristen dauernd da drauf patschen. Okay. Wo geht's weiter? Ich würde dann an der großen Kreuzung landen, an der Ampel. Mhm. Das ist die Zunge. Und das ist meine absolute Horrorvorstellung an so einer Ampel, weißt du, wenn man so drücken muss, schön lang zu lecken. Ja, glaube ich dir. Wie geht's weiter? Also im Prinzip, ich komme dann zum Odeonsplatz, der mega schön ist. Die 2 ist das Auge. Auch am Odeonsplatz sieht man wunderschöne Sachen. Okay, super. Wo geht's weiter? Ich biege dann eigentlich immer ab und komme an so einer Statue vorbei mit so einem Reiter. Die 7 ist der Arm. Der hält, glaube ich, irgendwas. Ja, stell dir den Arm nicht richtig übertrieben vor. Diese Reiterfigur hat so einen völlig unnatürlich langen Arm. Und damit hält er was fest, den Arm zu betonen. Okay, gut. Wo geht's weiter? Na gut, ich erschaffe mir also Bilder im Kopf. 13 Stück, für jede Herzkarte eine, lege ich so auf meinem Lieblingsspaziergang ab. Zu guter Letzt ein Zauberhut, sinnbildlich fürs Ass. Dann soll ich den Weg in Gedanken nochmal gehen. Ja. Also, weißt du, was du jetzt tun müsstest, um dich an die Reihenfolge der Karten zu erinnern? Ja, ich würde meine Spaziergangsroute machen, meine klassische. Wir versuchen genau die entscheidenden Punkte vorzustellen und was da sozusagen als Spielszene passiert. Probier doch mal. Das ist eigentlich ganz cool, so ein kleiner Film im Kopf. Genau. Okay, also. Ich starte an der Uni mit dem schönen Dach und der ist ganz verpatscht mit Händen. Das ist also die 5. Sehr gut. Dann komme ich eigentlich schon zu einer Kreuzung mit einer Ampel. Die würde ich natürlich sehr ungern ablecken. Zunge, also die, das ist die Zunge. Das ist die 9. Genau. Dann komme ich schon zum Odeonsplatz, der ist total schön für die Augen. Deswegen die 2. Dann komme ich, biege ich rechts ab, komme vorbei an so einer Statue mit einem Reiter und der hat einen ultralangen Arm, ist also die 7. Dann kommen wir über den Königsplatz und der ist voll von Zauberern und Hexen mit Spitzenhüten, also das Ass. Super, hat super funktioniert. Es macht vor allem wirklich auch echt richtig, richtig Spaß mit dieser Methode, cool, weil man hat ja nebenbei noch so einen kleinen, sozusagen, ja, kleines Kopfkino. Ohne Boris-Merktechnik konnte ich mir nur 4 Karten merken. Mit der Methode alle 13 Herzkarten am Stück. Und das mühelos. Man nennt diese Technik auch Loci-Methode, von lateinisch locus, dem Ort. Aber warum funktioniert sie so gut? Dafür müssen wir verstehen, wie unser Gedächtnis arbeitet. Das Gedächtnis ist die Fähigkeit unseres Gehirns, Informationen einzuspeichern und sie auch wieder abrufen zu können. Wir können es einteilen, und zwar unter anderem nach der Dauer der Speicherung der Inhalte. Und die hat 3 Stufen. Das sensorische Gedächtnis, das Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis. Informationen aus der Umwelt, wie die hier, prasseln ja ständig auf uns ein. Und sie gelangen über unsere Sinnesorgane ins Gehirn. Und da werden sie erstmal kurzfristig zwischengespeichert. Dafür müssen wir sie nicht mal unbedingt bewusst wahrnehmen. Zusammengenommen nennt man das dann das sensorische Gedächtnis. Es hält aber zum Teil nur für den Bruchteil einer Sekunde. Was aber auch wieder gut ist, weil ihr könnt euch ja vorstellen, dass sekündlich so viel auf uns einprasselt an Infos, das ist ja nicht alles wirklich relevant genug, als dass wir die Energie aufbringen müssten, es auch wirklich abzuspeichern. Ganz viele der Informationen, die wir also nicht brauchen, werden gar nicht erst abgespeichert, sondern gehen direkt wieder verloren. Die Infos aber, die aus den unterschiedlichsten Gründen als wichtig genug bewertet werden, bleiben uns länger erhalten. Das Kurzzeitgedächtnis hält sie unmittelbar verfügbar, im Schnitt für die Dauer von ca. 30 Sekunden. Aber
Das Kurzzeitgedächtnis hat nur eine begrenzte Kapazität. Der Speicherplatz ist klein. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr zum Beispiel schon mal versucht habt, eine IBAN aus dem Handy in den Laptop zu übertragen oder so. Das ist einfach unmöglich. In der Forschung gibt es die magische Zahl von 7 ± 2 Elementen, die wir maximal gleichzeitig im Kurzzeitgedächtnis parat halten können. Tja, und deswegen hilft übrigens auch das Chunking. Also merkt euch nächstes Mal zum Beispiel lieber 31 und 64 statt 3164. Das hilft. Im Kurzzeitgedächtnis bleiben Informationen aber nicht lange erhalten. Für uns unwichtige Informationen werden schon nach circa einer halben Minute wieder ausgesiebt. Deswegen macht ein drittes System Sinn, das Langzeitgedächtnis. Das Langzeitgedächtnis hat theoretisch unendliche Kapazität. Der Witz ist jetzt also, wenn wir rauskriegen wollen, wie wir besser und nachhaltiger lernen, dann kommt es darauf an zu verstehen, wie wir es schaffen, mehr Inhalte vom Kurzzeitgedächtnis auch wirklich ins Langzeitgedächtnis zu übertragen. Die Frage ist, kann man das provozieren? Also kann ich aktiv beeinflussen, was in meinem Langzeitgedächtnis landet? Am Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz in München erforscht Professor Tobias Bonhoeffer mit seinem Team, wie genau das Gehirn Informationen abspeichert. Und zwar an Mäusen, weil deren Gehirne einfach weit weniger komplex sind als unsere. Ob mir Tobias' Forschung auch bei meiner Gedächtnis-Challenge helfen kann? Man hat ja früher eigentlich gedacht, dass das Gehirn im erwachsenen, ausgewachsenen Zustand gar nicht mehr so veränderbar ist. Aber heute weiß man, und deine Forschung zeigt ja, da passiert ganz, ganz viel an Veränderungen. Ja, genau. Wenn man über die Speicherung von Informationen im Allgemeinen nachdenkt, irgendwas muss sich verändern. Das ist, wenn ich, keine Ahnung, was auf Papier schreibe, dann bleibt Tinte auf dem Papier und dann kann ich das nachher wieder auslesen. Und das ist die Veränderung, wie ich mir was merke und wie ich es wieder auslesen kann. Und im Gehirn ist es natürlich genau das Gleiche. Irgendwas muss sich verändern, damit Information gespeichert wird. Und das ist das, was wir seinerzeit uns wirklich angeguckt haben. Was ist das einzelne Ding, was sich im Gehirn verändert? Tobias und sein Team bringen Mäuse dazu, etwas zu lernen. In diesem Fall soll eine Maus eine fremde Umgebung kennenlernen. Und zwar in dieser Hightech-Arena, in der sich der Nager frei bewegen kann. Mehrere Kameras und Tracker zeichnen die Bewegungen der Maus auf und projizieren ihr eine virtuelle Welt in den Kasten, die sich mit ihren Bewegungen verändert. Für die Maus eine täuschend echte Simulation einer Wald- und Wiesenwelt, in der sie sich nun zurechtfinden muss. Aber jetzt kommt das Spannende. Mit speziellen Mikroskopen kann Tobias der Maus dabei in den Kopf gucken und genau hinschauen, was sich bei der Maus im Gehirn verändert, während sie lernt. Ja, hier sieht man es jetzt. Das sind einzelne Nervenzellen. Die sind ungefähr so ein Hundertstel Millimeter oder so groß. Mhm. Und die leuchten auf und da ist es so eine Art, wenn man so will, so ein Gewitter im Gehirn. Das sind cool. Ist die Aktivität der Nervenzellen. Und mega. So denken wir. So denken Maus, so denken wir aber auch. Und so speichern wir Informationen durch die Interaktion zwischen diesen Nervenzellen. Und so funktioniert das Gehirn. Also das, was wir hier jetzt ja sehen, ist die Aktivität des Gehirns. Also die Nervenzellen, die gleichzeitig fahren, während die Maus jetzt hier drin rumrennt. Genau. Und praktisch Sinneseindrücke hat und währenddessen ja lernt, was sie da so gerade ist es. Sieht. Das sind nicht nur Sinneseindrücke, sondern sie lernt auch und es gibt natürlich auch, sie erinnert vielleicht auch schon, wenn sie schon was gelernt hat. Ja. Und all das zusammen sieht man hier in diesem Verbund von Nervenzellaktivität. Und man kann sich zum Beispiel das hier angucken, wenn man die Maus das erste Mal da reintut, wenn sie noch nichts gelernt hat, und das zweite und das dritte und das vierte Mal und sehen, wie sich das verändert. Genau hier liegt der entscheidende Punkt. Ob Maus oder Mensch, wenn wir etwas lernen, entstehen neue Verbindungen zwischen den Nervenzellen, den Neuronen. Informationen werden also in unserem Gehirn gespeichert, indem die Verbindungen zwischen bestimmten Nervenzellen geknüpft und gestärkt werden, weil sie eben gleichzeitig aktiv sind. Moment. So. Die assoziativen Neuronennetzwerke, die so entstehen, werden immer stärker, je häufiger sie zusammen angeregt werden. Das heißt, je häufiger die Information ins Gehirn eingeht oder eben wachgerufen wird. Deswegen erinnern wir uns später besser an Dinge, die wir geübt haben, weil wir sie dabei wiederholen. Auf Zellebene sieht dieser Prozess so aus. Informationen werden als elektrische Impulse von Nervenzelle zu Nervenzelle weitergeleitet. Die Neuronen sind dabei durch den synaptischen Spalt voneinander getrennt. Um diese winzige Lücke zu überwinden und das Signal weiterzuleiten, werden Botenstoffe ausgeschüttet. Die docken bei der anderen Zelle an Rezeptoren an. So wird auch hier wieder ein elektrisches Signal erzeugt. Die Nervenzelle feuert.
aktiviert jetzt ein Neuron häufig ein bestimmtes anderes, kommt der Impuls an, während das andere Neuron noch erregt ist, also noch feuert. Dadurch wird die Verbindung der beiden Nervenzellen gestärkt, indem mehr Rezeptoren gebildet werden oder die Schnittstelle vergrößert wird oder sich sogar ganz neue Synapsen bilden. Das macht die Verbindung der beiden Nervenzellen effizienter. Die Wahrscheinlichkeit, dass beide zusammenfeuern, ist erhöht. Und noch etwas ist entscheidend für die Gedächtnisbildung. Eine Information oder ein Reiz von außen aktiviert nicht nur einzelne Nervenzellen, sondern eine Gruppe von Neuronen. Diese Zellen verknüpfen sich zu Netzwerken und feuern von nun an gemeinsam. Was man vielleicht ja total geil sehen kann, ist, dass die ja in Päckchen aktiv so werden. Ne? Also genau. Dass es da immer so Neuronennetze gibt, die genau. Gleichzeitig feuern. Das sind riesige Verbünde, die dann zusammen aktiv werden. Das finde ich nämlich auch interessant. Das heißt ja, dass sozusagen ein Gedächtnisinhalt ist nicht an einer Stelle im Gehirn so irgendwie genau. abgelegt, genau. sondern es gibt Neuronennetze und die sind an unterschiedlichen Stellen im Gehirn, kann ich mir so vorstellen, als Gedächtnisspuren hinterlegt. Genau. Genau, also es ist, wir glauben, dass es die Verbindungen sind zwischen den Nervenzellen, die das Entscheidende sind, die sogenannten Synapsen. Und diese sorgen eben dafür, dass viele Nervenzellen sich zusammen verbinden. Und dann ist also wenn ich mich zum Beispiel an dich erinnere, dann sind es natürlich einerseits die visuellen Nervenzellen, andererseits haben wir uns unterhalten, irgendwas Auditorisches ist auch dabei, vielleicht ein Geruch und so weiter und so fort, genau. Parfüm, genau, alles dabei. Und das bildet dann so ein Ensemble von Aktivität. Und wenn ich dich dann wiedersehen würde, zum Beispiel im Fernsehen, dann würde, um jetzt mal das weiterzuspinnen, das Visuelle allein ausreichen, dass ich mich auch noch an die Stimme erinnere, vielleicht den Geruch und so weiter. Also so wird dann das sozusagen dieses Ensemble, auch wenn es nur teilweise aktiviert wird, wieder als Ganzes aktiviert. Das heißt also, ich triggere einen Gedächtnisinhalt und weil der mit all diesen anderen verknüpft ist, werden die gleichzeitig wach. So ist es. Ist das auch der Trick, der bei diesen ganzen Gedächtnismerktechniken eine Rolle spielt? Absolut. Denn, ja? Man verknüpft halt mit anderen Sachen. Ich meine, es gibt ja so Techniken, dass wenn man sich Sachen merken muss, dass man die an verschiedenen Stellen in verschiedenen Räumen ablegt und die Räume dann durchgeht. Und das ist genau, weil man diese Assoziation geschaffen hat und wenn man das schafft, den Raum durchzugehen, die Assoziation dann zu dem einzelnen Gegenstand, den man da abgelegt hat, das ist dann nicht mehr so schwierig. Also diese Assoziativität vom Gedächtnis wird genau bei vielen dieser Merktechniken ausgenutzt. Und auch Boris Konrad nutzt diese Eigenschaft des Gedächtnisses beim Lernen und Erinnern. Das Stichwort heißt verknüpfen. Bei der Routenmethode ist es ja folgendermaßen. Er nimmt praktisch das neue Wissen, wie zum Beispiel diese Spielkarte hier, und versucht sie direkt zu verknüpfen mit Wissen, das schon sehr lange in unserem Langzeitgedächtnis gefestigt ist. Wie zum Beispiel, ja, wo unser Lieblingsspaziergang lang geht. Oder Kindheitserinnerungen, wie an dieses süße kleine Häschen hier. Ihr könnt euch das praktisch so vorstellen. Dieses neue Wissen hätte erstmal, sagen wir mal, Schwierigkeiten, sich in unserem Gedächtnis festzuhalten, weil die Verbindungen einfach noch sehr schwach sind. Zack. Aber wenn jetzt gleichzeitig mit dieser neuen Information auch assoziative Netzwerke wachgerufen werden, die schon sehr, sehr starke Verbindungen haben, dann kann diese neue Information mit daran geknüpft werden und wird somit auch leichter abgespeichert. Und das gilt nicht nur für Spielkarten oder meine IBAN, sondern auch für meine größte Gedächtnisschwäche, das Merken von Namen und Gesichtern. Doch auch dafür hat Boris eine Technik. Und die werde ich gut gebrauchen können, denn in nur einer Woche trete ich an bei der Deutschen Gedächtnismeisterschaft in Bremen. Für meinen Gedächtnis-Crashkurs soll ich mir jetzt erstmal nur 25 Namen und Gesichter merken, in 20 Minuten. Aber ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Was mache ich denn jetzt mit denen? Jetzt brauchen wir Bilder. Bilder für die Namen, damit wir uns etwas vorstellen können. Okay. Barbara Wittmann. Fangen wir beim Vornamen an. Ich überlege als erstes immer, kenne ich schon jemanden, der so heißt? Kennst du eine Barbara, die du dir gut vorstellen kannst? Schöneberger. Zum Beispiel, genau. Ja. Dann stellst du dir jetzt Barbara Schöneberger vor, wie sie ihren Arm bei dieser Barbara um die Schulter legt und Barbara
schön, meine Namensvetterin, dass du da bist. Ja. Und dann Wittmann, müssen wir uns auch etwas überlegen. Irgendwas, was wir kennen, wie wir es aufteilen können. Vielleicht klingt es so ähnlich wie Wette. Vielleicht sagt Barbara Schöneberger uns hier, wollen wir was wetten. Mhm. Mann, was kann das denn sein? Wittmann. Okay. Wichtig ist, dass wir den Namen bewusst verstehen. Sag selber nochmal den Namen. Barbara Wittmann. Genau, sie heißt nicht Barbara Wette, nicht Barbara Wetter, Barbara Wittmann. Ja. Aber jetzt ist das aktiv im Kopf. Jetzt suchen wir das Bild. Damit ist das schon verbunden, dass wir bei Wette wissen, Wittmann ist der Name. Mhm. Also nochmal das Bild dir wirklich vorstellen. Barbara Schöneberger wettet mit ihr zusammen. Und ich muss mir die Barbara Schöneberger ja mit ihr zusammen vorstellen, weil sonst vergesse ich natürlich ihr Gesicht. Ne? Genau. Du machst jetzt eigentlich wieder was Ähnliches wie auch schon bei der Routenmethode. Ne? Du versuchst ganz bildhaft so ein kleines Kopfkino zu starten eigentlich. Ja. Warum funktioniert das so viel besser beim Merken, als wenn ich mir einfach sowas merken möchte? Bei uns im Kopf haben wir für die verschiedenen Sinne natürlich unterschiedliche Systeme. Und das visuelle System ist einfach mit Abstand am ausgeprägtesten davon. Also auch wenn man meint, ich bin nicht der visuelle Typ, trotzdem dominiert das ganz klar unsere Wahrnehmung. Mhm. Und dementsprechend hilft das sehr, sehr stark, wenn ich das mit einbinden kann. Also gut, ich erschaffe Bilder im Kopf. Nach ein paar Minuten macht mir dieses Assoziationenbilden sogar richtig Spaß. Sag mal, machst du das eigentlich im Alltag auch, wenn du Menschen begegnest? Ja, also wirklich? Ich kann nicht behaupten, dass ich jede Gedächtnis immer benutze, aber beim Namen merken. Es funktioniert einfach so gut. Bei Jasmina, Jasmin, habe ich immer die Blume. Jetzt musste ich mir Jasmina nochmal bewusst merken, dass ich dann nicht nur Jasmin sage. Und bei Neudecker, ich musste immer auf was Neubauer, das ist der Name, den man kennt, Neudecker. Ich habe nicht so oft gehört, als ich mir vorgestellt, die ist vielleicht ein neues Dach deckst, Neudecker mit so Ziegeln, wo überall Jasminblümchen drauf gemacht sind. Cool. Aber du tust das, nicht irgendjemand anders, du tust das. Genau. Cool, stark. Nach 20 Minuten habe ich für alle 25 Fotos und Namen Assoziationen gebildet. Boris will mich testen. Ich zeige dir Gesichter. Und ich Wenn du den Namen weißt, hänge ich es auf. Wenn nicht, dann andersrum. Dann drück mir die Daumen. Okay. Thomas, wegen der Thomas Gottschalk-Perücke, die ich mir auf seinem Kopf vorstelle, muss man kennen. Super. Hihi. Das ist die Georgia, weil die im Bundesstaat Georgia die Wahlergebnisse ausgerufen hat und Trump kommt und wirft sie in Müll. Müller. Wunderbar. Zu meiner großen Überraschung funktioniert diese Methode tatsächlich. Das stimmt. Yeah. Ah, die haben auch meinen anderen alten Hund, Zaya. Gell? Das ist richtig, Laura Zaya. Und sie sieht aus wie ein Model, wie Giselle Bündchen. Das ist die Gisela und weil bei ihr immer alles im Lotus Lutschspeicher. Oder Lutschspeich. 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 Yeah! Ich finde das 23 von 25. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich mir wirklich jetzt diese Namen und Gesichter irgendwie so einprägen kann, weil es mir normalerweise wirklich richtig schwer fällt. Das heißt, diese Methode funktioniert wirklich. Ich habe es jetzt am eigenen Leib sozusagen erfahren. Allerdings muss man auch dazu sagen, die ganzen Bilder und die Fantasie, die kamen jetzt noch viel von Boris und nicht so sehr von mir. Ich bin trotzdem irgendwie jetzt ein bisschen stolz und hoffe ganz doll, dass das auf der Meisterschaft dann auch klappt und ich einigermaßen gut abschneide. Aber dieses Bilden von Assoziationen, sich irgendwie kleine Spielszenen vorstellen, das überzeugt mich schon. Assoziieren und verknüpfen. Klingt nach einem ziemlich einfachen Konzept, um seinem Gedächtnis ein Upgrade zu verpassen. Aber reicht mir das, um mein Gehirn fit zu machen für meine Gedächtnis-Challenge? Ich übe Boris-Techniken. Fast jeden Tag. Eine Woche später ist es soweit. Ich fahre zur Gedächtnismeisterschaft nach Bremen. Weil auch ein paar Gedächtnisprofis aus dem Ausland gekommen sind, findet alles auf Englisch statt. 2, 1. A, B, C. 8, 2, 9, 7, 2, 7, 3, 5, 1, 5, 8, 8. Erstmal sind die Profis dran. Und was die vorlegen, haut mich dann nochmal komplett um. Die Teilnehmenden, unter ihnen Boris Konrad, haben gerade 500 zufällige Ziffern gehört in einem Wahnsinnstempo und sich eine ganze Menge davon gemerkt. Winner of the first discipline, Simon with 150.
Alle diese grünen Zahlen hat er sich richtig gemerkt. Und ja, genau vor diesen Gedächtnisprofis soll ich gleich beweisen, dass auch ich mein Gedächtnis tunen kann und mir 100 Namen und Gesichter merken. Ja, Frieda, ich wäre dann soweit. Ja, oh Gott. Ich bin nervös. So, schön vor den Augen der Gedächtniselite. No pressure, kann ich da nur sagen. So, ich habe nur 5 Minuten Zeit für 100 Namen und Gesichter. 4-mal so viele wie vor einer Woche mit Boris. Und seine Fantasie bei den Assoziationen könnte ich jetzt auch verdammt gut gebrauchen. Gefühlt brauche ich schon 30 Sekunden, bis mir eine gute Geschichte zu einem Namen einfällt. Verdammt, ich hätte mehr üben sollen. Und nervös bin ich auch noch. Oh, jetzt vorbei. Ich habe nur 10. 10 von 100 Punkten. Ja, grausam ist das. Aber es war natürlich jetzt auch sehr furchteinflößend hier mit der Gedächtniselite Deutschlands hinter mir im Nacken. Also ich finde ganz wichtig, wenn wir schon gucken, wo waren wir letzte Woche, was hast du mir da erzählt? Da klang es noch so, dass 10 eigentlich schon illusorisch ist. So gesehen, finde ich, kann man sich darüber freuen. Und die Fehlerwertung hier ist ja sehr streng. Bei manchen ist vielleicht nur der Name leicht. Stimmt gar nicht, ne? In dem Fall stimmt es gar nicht. In manchen Fällen ist halt vielleicht auch ein kleiner Rechtschreibfehler nur, der da eben schon reicht. Das ist dann Angelika, hier zum Beispiel ja. Nur ein Buchstabe falsch. Also das geht dann schnell, dass man da Punkte verliert. Aber da waren noch ein paar richtige Namen mit dabei, wo ein Buchstabe falsch war oder so. Und das zeigt ja, dass das Gedächtnis wirklich trainierbar und veränderbar ist. Mhm. Das ist ja auch genau das, was bei unseren Studien anknüpft. Man startet hier und man springt nicht dahin, sondern man trainiert sich dahin. Kann man sein Gedächtnis tunen? Meine Antwort ist klar, ja. Boris' Merkmethoden funktionieren tatsächlich, wenn man sich die Zeit nimmt, sie auch wirklich zu üben. Und wenn man ein bisschen Fantasie und Vorstellungsvermögen mitbringt. Für Gedächtnishöchstleistung brauche ich also kein Superhirn, sondern nur die richtige Technik. Na, schon wieder alles vergessen? Oder habt ihr es euch gemerkt? Falls ihr noch mehr Filme zum Thema Gedächtnis und Erinnerungen sehen wollt, dann schaut doch mal in die ZDF-Mediathek. Da sind auch noch mehr Filme von Explore. Und bitte abonnieren nicht vergessen.